Hast du das Gefühl, dass deine Ernährung einen direkten Einfluss auf deine Leistung hat? Bist du vor einem Spiel nervös? Hallo zusammen, das ist der Sedi Anko. Ich werde jetzt eure Fragen beantworten. Let's go. Die erste Frage ist vom Nicola95. Wer macht Motivationsrede vor einem Spiel? Wir haben verschiedene. Die meisten machen es, glaube ich, also ist der Loris Benito. Dann der Lustenberger. Sedi Itten hat letztes Jahr nicht schlecht gemacht. Was ist das für ein Gefühl für den BSC IB aufzulaufen? Ja, natürlich mit Stolz verbunden. Man ist motiviert, man will Punkte holen. Ja, also das Gefühl ist schwierig zu beschreiben, aber es ist sicher ein sehr schönes Gefühl. Die nächste Frage ist vom Snow White 0512. Hast du das Gefühl, dass deine Ernährung einen direkten Einfluss auf deine Leistung hat? Ich denke schon. Vor allem im Profisport sollte man uns schon gut mit dem befassen, finde ich. Ja, einfach ausgewogene Ernährung im Allgemeinen ist wichtig. Dann haben wir die Frage vom Dr. Heini. Nehmt ihr die Fangesänge auf dem Platz wahr? Ja, sicher. Vor allem vor dem Spiel. Und während dem Spiel vielleicht nicht. Wir wissen nicht, was gesungen wird, aber man hört sicher und die Energie wird schon wahrgenommen. Also das ist ein grosser Faktor, finde ich. Okay, die Frage von Sebastian. Bist du vor einem Spiel nervös? Ich persönlich eher weniger. Aber ich glaube, das variiert. Also jeder ist ein bisschen anders. Aber zum Glück bin ich jetzt nicht so nervös. Nächste Frage ist von. Das ist wahrscheinlich Berner, gell? Chegu. Hörst du vor dem Spiel jeweils Musik und wenn ja, welche? Also wenn der DJ in der Kabine gut ist, dann ohne Kopfhörer. Dann höre ich einfach, was läuft. Und sonst, ja, so mehr Hip-Hop, R&B, das ist so meins. Aber ich höre eigentlich alles ein bisschen. Es kommt ein bisschen darauf an. Ich habe nicht eine Playlist für das Spiel. Die nächste Frage ist von Nico. Was ist dein Lieblingsessen? Vielleicht der spezielle gambianische Reis, den mein Vater macht, den habe ich gerne. Oder die Lasagne von meiner Mutter. Merci für eure Fragen und hopp, Ibe.